Echt? Wirklich stabile, aber bitte denken Sie daran, nicht überfordern. Nein, nein. Sie sind wirklich Zeit. Bernd, es ist wirklich noch immer auch Geduld. Ja, klar. Janis, dein Besuch ist da. Bitte sehr. Dankeschön. Hey, Digi. Hey. Ich hab gehört, dir geht's schon besser? Ja. Wo ist eigentlich Eule? Ich dachte, Eule wollte aufkommen. Eule ist im Moment echt beruflich hart eingebunden und sie hat gesagt, sobald sie mehr Zeit hat, kommt sie auf jeden Fall rum. Sie macht sich mega Sorgen und denkt an dich, ja? Scheiße, ich wusste doch, er fragt als erstes nach Eule. Was hätte ich mir jetzt auch anderes sagen sollen in seinem Zustand? Dass sie ihn nicht sehen will? Niemals. Ich hab Scheiße gebaut, ne? Ach, scheiß mal drauf. Du musst erst mal nur fit werden. Die Ärzte haben gesagt, ich hab jemanden angegriffen. Hast du? Dich? Nein. Wem? Mein Digga, weißt du gar nichts mehr? Nein. Ich hab keinen angegriffen. Du hast André angegriffen, Digga. Ich hab dich festgehalten, aber ist nichts passiert, mach dir keinen Kopf, ehrlich. Allen geht's gut, wir wollen einfach nur, dass du wieder gesund wirst, okay? André? Ich muss mich entschuldigen. Hey, alles ist gut, mach dir keinen Kopf, hey. Ich war André entschuldigen. Beruhig dich, ohne Scheiß, alles ist... Lass mich bei André. Alles ist gut, Mann. Bitte, bitte setz dich, komm. Ganz ruhig. Der Arzt hat gesagt, du sollst... Wo ist Eule eigentlich? Wollte sie nicht auch kommen? Eule? Ja? Eule ist im Moment beruflich echt gut eingebunden. Und sobald sie Zeit findet, kommt sie vorbei. Sie vermisst dich auf jeden Fall. Komm, setz dich mal bitte. Leon, du musst André sagen, dass es mir leid tut, ja? Ja, das ist wichtig. Das weiß der auch. Jetzt schon. Ich hab der Schwester gesagt, sie soll die Tischdecke da einfach wegnehmen. Ich find's einfach so besser. And it seems like nothing is strong. Aufstehen. Los. Steh auf, Theo. Dein scheiß Ernst. Pack jetzt deine Schreckssachen und geh, Theo. Warum hast du überhaupt noch geschlafen? Hä? Kannst du mir das erklären? Du hättest schon längst aufgestanden sein müssen. Also los, top. Theo, bitte verschwinde jetzt. Janis braucht dich hier nicht, okay? Er hat Ärzte, die sich um ihn kümmern. Nadine ist da, seine Freunde, ich. Und du hast auch noch einen anderen Sohn, okay? Malte, der kann die Bar auch nicht alleine schmeißen. Also. Janis hier nicht allein lassen. Er ist nicht alleine, Theo. Jetzt geh. Offensichtlich. Ich meine, er liegt in der Klapse. Was ist hier passiert? Er war immer der Vernünftigste von allen. Kein Alkohol, keine Drogen, nichts. Und jetzt liegt er in der Klapse. Überdosis Drogen. Sag mal, was habt ihr mit dem gemacht? Oder was habt ihr nicht mit ihm gemacht? Was ist passiert? Ich möchte eine Antwort. Ja, was? Warum hat das keiner mitgekriegt? Was ist passiert? Ich meine, du musst das doch wissen. Leon hat mir erzählt, dass er
einen kreativen Schub für den Job brauchte, weil er nicht weitergekommen ist. Und dann hat er auch noch Stress mit Eule gehabt, mit seiner Freundin. Das ist die einzige Antwort, oder was? Du bist seine Tante, verdammt nochmal. Du hattest die Verantwortung für ihn. Und jetzt willst du mir sagen, dass ihr euch alle toll um ihn kümmert? Euretwegen ist er doch in der Klapse. Ich hol mir meine Antworten selber, echt. Glaub es mir. Theo, nein. Was nein? Natürlich. Weil ich krieg ja keine Antworten von dir. Verdammte Scheiße, ey. Scheiße. Muss mich bei André entschuldigen, ne? Aber, ja. Jetzt soll ich dir mal was Gutes aus dem Loft erzählen? Das ist richtig krass. Und Miller macht auch nur noch Scheiße. Ja. Die hat einfach ihren rosa Schlipper mit in die Wäsche geschmissen. Jetzt sind alle weißen Handtücher rosa. Voll geil, oder? Welche Handtücher? Die bei uns im Luft, die ganzen weißen. Ich hab gesagt, dass die Decke da weg soll. Ich find's halt einfach besser ohne. Nee. Ich hab keinen Hunger mehr. Digga, du willst nicht mehr essen. Du musst nichts essen, du musst wirklich. Ich glaube, ich brauche jetzt etwas. Ich habe keinen Hunger mehr, ja? Ja, ist okay. Ich will nicht gar nichts. Ja? Darf ich Sie bitten, jetzt Ihren Besuch zu beenden? Ich komme sofort, ja? Ich finde den Tisch halt einfach schöner ohne Decke. Ich muss jetzt gehen. Okay. Oh. Leon? Hm? Ich hab Theo gesehen. Ich weiß, dass er mich mitnehmen will. Du hast so einiges gesehen. Theo. Ich hab Theo gesehen, Leon, und der will mich mitnehmen, das weiß ich. Digga, Theo wird dich niemals mitnehmen, okay? Ich pass doch auf dich auf, Alter. Ich hab zwar gehört, er ist in der Stadt, aber ich verspreche dir, ich pass doch auf, dass Theo dich in Ruhe lässt, okay? Er wird nie wieder in deine Nähe kommen, okay? 100%. Nichts anderes, glaub mir. Theo kommt nicht her. Theo kommt nicht her. 100, niemals. Okay? Niemals. Okay. Ja? Hast du gesehen, dass die Decke weg ist? Ich finde es halt einfach so besser. Ich gehe jetzt los. Ja. Ich melde mich bei dir, okay? Okay. Mann, Janis, so zu sehen, das tut einfach nur scheiße weh. Auf jeden Fall kann ich jetzt eins für ihn tun, und das ist, ich werde dafür sorgen, dass Theo ihm nicht zu nahe kommt. Ja. We talk till we're blue in the face. The words don't rest. Ja, genau. Weißt du denn, wo Theo jetzt ist? Ja, okay. Ich hol dich zurück. All was du glaubst, ich will Antworten haben. Ich kann dir aber keine Ich will Antworten wissen, geben, was Mann. Hier passiert hey. Ist. Hey. Auch mit meiner Frau zu reden, ja? Hey, verdammt nochmal, ich will doch nur wissen. Ihr seid doch die Freunde von Janis. Ihr müsst doch wissen, was habt ihr gemacht? Jetzt willst du wissen, wie es ihm geht? Ja. Mann, hat sich nicht interessiert. Ich will, dass du dich verpisst. Nee, ich will wissen, was los ist. Ich will Antworten haben. Mann, ich war gerade im Krankenhaus und Janis will von dir nichts wissen. Nee, du warst im Krankenhaus. Ja, ich darf da rein, du nicht, ja, siehst du. Du warst doch gestern schon da. Das wurde mir doch erzählt. War doch eine Stunde wegen dir total durch. Die muss ihn doch beruhigen, dem Jungen geht's einfach nicht gut. Er will dich in seinem Leben nicht mehr haben, okay? Du tust ihm einfach nicht gut, also verpiss dich. Ich tu ihm nicht gut, oder was? Wer sind denn seine Freunde? Wer hätte das Ganze verhindern müssen? Hat er die Drogen womöglich von euch, oder was? Theo, halt deine Schnauze und verpiss dich jetzt. Ja, komm, verpiss dich einfach. Geh und komm bloß nicht wieder. Scheiße, Wichser, ey. Tolle Freunde, ey. Was ist das? Scheiß Vater. Janis, ey. Schon wieder los, Mann. Ey, so ein Penner.
Danke nochmal wegen vorhin. Ja, nichts zu danken. Ist doch, weil die Situation, das ist ja mitgekriegt, die wäre echt eskaliert sonst. Aber, ich meine, du hast gesehen. Du bist auch der Meinung, dass ich ein total beschissener Arsch bin. Ein beschissener Vater bin. Wurde mir nur erzählt alles. Ja, wurde dir erzählt. Na, siehst du, sag ich doch. Auch du bist der Meinung, dass ich ein totaler Wichser bin. Aber es geht hier aber gar nicht um mich. Ich habe viel Scheiße gebaut und ich habe nicht das beste Verhältnis zu ihm. Das ist mir klar. Ja, ich bin mein Leben lang immer abgehauen. Ich habe mich nie in diese Situation gestellt. Aber ich will für Jannis da sein, weißt du? Also Jannis, ich liebe ihn. Aber Jannis hat gesagt, dass er dich nicht sehen will. Wir machen uns alle Sorgen. Wir wollen ihn alle irgendwie besuchen. Ich weiß das auch alles selber. Ich will einmal in meinem Leben was richtig machen. Einmal in meinem Leben möchte ich für meinen Sohn da sein. Ja, aber vielleicht ist es besser, wenn du nach Hause fährst. Wirklich. Wenn Jannis dich nicht sehen will, dann musst du das akzeptieren. Ich kann nicht nach Hause fahren, verdammt nochmal. Ich will für ihn da sein. Ja, das wird schon wieder. Also ich muss jetzt weiterarbeiten, weißt du? Ja. Trinken wir gleich noch einen. Also, ich bin hier, um zu arbeiten. Ich werde dir nichts trinken. Und vielleicht solltest du auch nicht mehr so viel bechern. Jeder sagt mir, was ich machen soll, was ich nicht machen soll. Nicht so tief ins Glas schauen. Das, ey. Scheiße. Fucking Ernst? Hast du Frost, Alter? Ist dir aufgefallen, dass dein Hirn eindeutig die Haltbarkeit überschritten hat? Oh Gott. Alter. Hast du Frost, Alter? Der große Piet. Guck mal, jetzt mit der Tasche klaut der schon. Der große Piet. Großer Laden, kleiner Schwanz. Verpiss dich jetzt, okay? Mach einen Hänger ran und schmeiß ihn raus. Das ist ganz ruhig. Aber richtig raus, okay? Schmeiß ihn raus. Jetzt halt mal die Klappe jetzt, okay? Sei mal ruhig jetzt. Ja, ist gut, Mann. Ich kenne den. Lass los, ey. Ja, ich bring den nach Hause. Lass los, verdammt noch mal. Bin ich wieder da. Ich kann alleine laufen. Ja, ich brauch keine Aufpasser. Ab. Ich brauch keine scheiß Aufpasser.